Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 96, zum Bau meiner Modellbahnanlage. Von Anfang an könnt ihr hier dabei sein. Das Thema heute soll natürlich sein, die Arkade, die ich im letzten Teil begonnen habe, endlich mal so hinzubekommen, wie ich mir das wünsche, natürlich jetzt weiterzubauen. Viele haben ja das recht nett gefunden, andere haben wieder geschrieben, dass ihr das nicht gefallen hat, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und ja, den möchte ich natürlich jetzt zeigen, dass es weitergeht. Es bleibt ja nicht auf dem Stand, wie wir das so sehen, sondern es soll sich ja weiterhin verändern. Und ich habe mir ja ein bisschen was dabei gedacht, wenn ich da eine bestimmte Farbgebung mache. Okay, da war ein kleiner Tipp dabei. Und den kleinen Tipp, den habe ich natürlich befolgt, dass man von der Farbe her das vielleicht ein bisschen heller machen könnte. Und ja, wie gesagt, jetzt geht's weiter. Im Hintergrund sehen wir es natürlich schon, dass ich jetzt an den dass ich jetzt an den Tunnelportalen arbeite. Die habe ich natürlich erwartungsgemäß aus dem 3D-Drucker mir rausgezupft und passe die jetzt natürlich entsprechend den Arkaden an, auch von der Farbe. Ihr seht schon, ich mache es im Hintergrund jetzt hier ja, dass ich die Fugen wieder hell mache. Das soll also dem Ganzen wirklich sehr, sehr ähnlich werden. Und oder eigentlich soll es ja gleich aussehen und nicht nur ähnlich sein. Sieht ja blöd aus, wenn es nur so ähnlich ist. Hab wieder mal einen Frosch im Hals, entschuldigt bitte. Und mal sie natürlich auch genauso rot, wie wir das jetzt hier gemacht haben, bei den Arkaden gemacht haben. Bisschen durcheinander heute der Uli, ne? Aber ist ja egal. Ihr seht schon, ich mache da ja immer rot mit drauf. Ich nehme also dieses Schwarzrot, dann kommt richtiges, kräftiges Rot. Während das Rot aber keine Modellfarbe ist, sondern eine sogenannte eine Airbrush-Farbe ist. Das heißt, dass die Farbe noch ein bisschen flüssiger wird, ja, dass es nicht so dick wird. Und zwar, dass ich dann mit dieser, neulich hat jemand das mit Gänsefüßchen geschrieben, das Malen, ich weiß es nicht, wie er es meinte, ob das schlechte Arbeit ist, was ich mache, oder ob das jetzt nur in Bezug jetzt, dass man ja kein Bild malt, sondern nur Plasteteile anmalt. Es ist nicht einfach. Dadurch, dass man wirklich die Fugen nicht treffen möchte, muss man sich schon ein bisschen Mühe geben. Man kann das nur nicht einfach da drauf klatschen. Also man sitzt eine Weile dran, dass es vernünftig wird. Das sieht natürlich immer relativ schnell alles aus, wenn ich das hier so mache, wenn ich sage 4, 5, 6, 8 bis 10-fach teilweise beschleunige die Videos, damit es halt nicht langweilig wird, weil wenn ich das 1:1 zeigen würde, da würde man wahrscheinlich mit kleinen Augen irgendwann davor sitzen und sagen, was macht denn der da die ganze Zeit? Hier sehen wir es jetzt schon mal in Nahaufnahmen. Ihr seht, ich habe auch oben so ein bisschen schwarz gemacht, wo vielleicht ein bisschen Ruß ist. Hier habe ich auf der linken Seite etwas dunkler werden lassen, weil da kommt das andere Tunnelportal. Das heißt, es ist für mein Tunnelportal die linke Seite, wo noch das obere, da sitzt noch mal ein Stückchen drüber noch eins. Das ist ein bisschen dunkler. Und damit es halt wie es zusammenpasst, habe ich das auf der Seite ein bisschen kleiner gemacht. Hier ist die rechte Seite unschwer zu erkennen. Und die Kante vorne, keine Sorge, das ist gleich alles weg. Das wird alles umbaut. Hier sehen wir jetzt die linke Seite, wo auch das Portal schmaler werden musste auf der einen Seite, weil es sonst nicht schön ausgesehen hätte oder auch gar nicht hinpasst in dem Sinn. Ja, deswegen musste ich es machen. Und hier kommt jetzt wahrscheinlich ein Aufschrei von manchen. Was macht der denn da auf seiner Anlage? Ja, das ist bei mir so. Ich baue meine Berge und meine Tunnel tatsächlich mit dieser für mich bewährten Variante. Am Anfang denkst du immer, ein Steinhaufen, das kann doch nichts mehr. Ja, passt auf, wartet ab, bis das Endergebnis fertig ist. Und auch das Endergebnis möchte ich mal ansprechen. Ich habe es ganz, ganz unten im Video mal eingeblendet. Für viele neue Zuschauer, für die Älteren ist es schon bekannt, für die vielen Neuen, die dazugekommen sind, vielleicht gar nicht mal so. Ich beende also keine Projekte in einem Video, das mache ich nicht. Ich arbeite immer weiter. Und da kann natürlich passieren, dass das Endergebnis mal jemanden vielleicht nicht so gefällt, dann wartet doch bitte einfach mal die nächste Folge ab. Wie zum Beispiel jetzt, du denkst, mein Gott, diese Steine da unten, was sollen das werden? Wie sieht denn das aus? Wartet das Endergebnis ab. Ich denke, das wird überzeugen. Ich hoffe, es wird überzeugen. Wird wahrscheinlich auch nicht jedem gefallen. Wie auch immer. Es ist natürlich, wie ich gerade hier unten reinschreibe, keine Variante für jemanden, der eine Modellbahn aufbaut, die mobil sein muss. Das heißt, wenn man in einer Wohnung wohnt, wo man umziehen möchte oder wo man irgendwie sich wieder wegbewegen muss. Während bei meiner Schrankanlage hinter mir, da ist es nun mal so, die kann ich nicht mehr wegnehmen. Ich habe ja auch zum Glück ein eigenes Haus und da wird das hoffentlich alles so
drin bleiben können. Ansonsten muss ich natürlich sowieso meine Anlage zerstören, weil die zum Teil ja auch an der Wand hinten mit befestigt ist. Das werde ich auch mal in einem Sondervideo machen. Das verspreche ich, glaube ich, schon seit einem Jahr. Aber ich irgendwann mache ich es. Da machen wir mal einen kleinen Rundgang über die Anlage. Und dann kann man sich das mal im Gesamtbild alles anschauen. Wir sehen es auch auf der rechten Seite. Da kommt für mich eine recht interessante Technik zum Tragen. Das heißt, ich habe da rechts so zwei so eine Sperrholzleistchen befestigt, damit mir die Steine beim Bauen natürlich nicht auf das Gleis dahinter fallen, und habe die gesamte Umbauung, wir sehen es jetzt im Hintergrund hinter meiner Hand da eben, jetzt sehen wir es schön, komplett aus Stein gemacht. Das heißt, an der rechten Seite kommt kein Tunnelportal im eigentlichen Sinne hin, aber keine Angst, das bleibt auch nicht so. Dort wird eine Art Balkengerüst drunter gebaut werden. Ja, das soll so ein bisschen wie bei so einem Bergwerkeingang werden. Also so ein bisschen, oder vielleicht wie im Wilden Westen oder wie auch immer, sowas in der Art soll das halt werden. Also aus einem Balkengebilde, was ich da drunter bauen möchte, aus Holz. Ihr seht jetzt, ich verschmiere die ganzen Steine miteinander. Das mache ich natürlich nicht nur, damit es verschmiert ist, sondern auch, damit zum Schluss das Ganze ja nicht wie so ein Steinhaufen im Schrebergarten ist, sondern natürlich wie ein Berg aussehen soll oder wie ein Felsengebilde. Berg nicht, das ist eher ein Felsengebilde. Jetzt bin ich natürlich am Anfang noch bei der Stabilität, wie ich drunter auch geschrieben habe, wo ich das Ganze erstmal nur verschmiere, dass es schön fest wird. Die Details und die Feinheiten, die kommen im zweiten, dritten und sogar vierten Durchgang, mache ich dann hin. Auch die Kante nach unten weg, das wird noch weiter bearbeitet. Das bleibt noch nicht so, wie es jetzt zu sehen ist. Ihr seht, jetzt fange ich natürlich an, das fein zu verschmieren, damit das Ganze natürlich, wie gesagt, ein Gesamtbild ergibt und man nicht mehr die einzelnen Steine rauserkennen kann, sondern eben als Gesamtheit sieht. Die Steine finde ich sehr, 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 sehr praktisch, weil man erstens damit mauern kann. Ne? Das hat man ja schon vor Unzeiten gemacht, aus Stein irgendwas gemauert. Warum sollte man es heute nicht auch so machen? Und dass man auch dadurch Formen erreichen kann, die meines Erachtens nur sehr schwer mit einer Gipskonstruktion oder mit einer Holzunterkonstruktion oder mit Fliegengage oder Alugage oder was man so für Techniken alles verwenden kann. Das kommt natürlich bei anderen Sachen bei mir auch noch hinter, wo es gar nicht gebaut werden kann. Denn ich mache die Steine nur auf statisch festen Untergrund auf meiner Anlage. Ja, also das ist alles fest da hinten in der Mitte, wo ich das runtergemauert habe bis unten. Das ist der feste Teil zwischen den Modulen. Auf Modulen werde ich natürlich nicht mit Stein bauen, weil dann, da muss ich ein Krafttraining machen, um die wahrscheinlich jedes Mal von der Platte zu kriegen. Und außer bei den ganz kleinen, wer sich erinnert, oben links, bei dem Zeppelin-Landeplatz und bei der alten Wartungsstelle. Das sind aber Module, die sind so 20, 25 cm groß. Da kann man das durchaus machen. Hier sieht man es schon schön. Das ist aber, wie gesagt, noch die Grundierung. Ja, also die erste Halteschicht. Das ist nicht das Endergebnis. Das kommt noch. Jetzt fange ich hier an mit dem Schraubendreher und mit dem Hammer so bremsen, so pick, 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 das wegzumachen an Stellen, wo man schlecht kratzen kann. Man hätte ja auch so kratzen können. Ich habe ja habe alle möglichen Werkzeuge hier zum Modellieren oder zum Schnitzen und was weiß ich, was man da alles verwenden kann. Aber ich verwende ganz gerne einen normalen Schraubendreher und einen kleinen Hammer bei bestimmten Sachen, um so kleine Furchen reinzuschlagen. Manchmal platzt auch ein Stückchen ab. Das ist erwünscht, dass da mal was abplatzt, dass man dann eben auch so ein paar bröckelige Stellen dazwischen hat. Ja, also wichtig ist ja, dass man keine, so wie bei Gips, wenn man den so verschmiert, keine so eine Stellen entstehen, wo eben dann das so, ich weiß, so Wülste sich bilden, oder man, wenn man das mit dem Werkzeug so abzieht, so kleine spitze Nasen und so was. Das möchte ich natürlich nicht haben. Und jetzt fange ich hier mit einem feineren Werkzeug an, das Ganze noch zu modellieren, so dass man das eben dann wirklich als ein Gesamtbild sehen kann. Ihr werdet dann sowieso noch sehen, dass, wenn das bemalt wird, das wird ja auch erst grundiert, dann kommen ja dann die ganzen Farben drauf, das wird ja richtig schön gestaltet. Ganz zum Schluss kommen ja auch noch Pflanzen dran, auch an das Viadukt, kommen ja Pflanzen dran, da kommen Kletterpflanzen dran, da kommen so viele kleine Details noch dran, dass man vielleicht auch mal eine Stelle, wo einer geschrieben hat, dass das vielleicht so nicht so schön wäre, ja, das kann ich ja kaschieren, da kann ich ja was dran hochwachsen lassen oder wie auch immer. Und bei schönen Stellen an dem Aquädukt, ich habe heute eine Meise. Bei den Arkaden meine ich natürlich, komm, hört auf,
Da kann ich natürlich was hochwachsen lassen, ja, so Efeu-Ranken oder was weiß ich. Also das kriegen wir schon alles schön, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier alles verschmiert, jetzt mache ich alles schön sauber, dass es natürlich auch dann dieser ganze Rieselkram von den ganzen Gepickre da muss ich immer ein bisschen gucken, dass das nicht so auf den Gleisen landet. Und jetzt in dieser Bauphase kann ich da sowieso nicht fahren, da muss ich wahrscheinlich sowieso erstmal die ganzen Gleise wieder drunter reinigen, dass ich da ja vernünftig fahren kann. Deswegen heute keine Fahrvideos, auch in den letzten beiden Male nicht mit drin, wo da irgendwas fahren kann, weil ich würde mir einfach nur die Loks dreckig machen oder die Waggons dann an den Stromabnahmen unten, das bringt nichts. Deswegen warte ich einfach, dann kommt eine schöne Gleisreinigung dran, wenn ich immer so grob durch bin. Ich bin's mittlerweile. Und aber ich muss immer so eine Woche Vorlauf machen, weil ich habe in meiner Woche Urlaub, da kann ich nichts aufnehmen und möchte euch natürlich trotzdem am Freitag 16 Uhr das wieder präsentieren können. Ja, ihr habt's gesehen, ich habe das jetzt abgeklebt. Das ist die Steineffektpaste, die ich unterm Strich jetzt auftragen werde als nächstes. Das zeige ich euch jetzt aber nur, weil das kommt nämlich im nächsten Teil. Das wird die Grundierung und dann erzähle ich auch noch mal ein bisschen was zu dieser Steineffektpaste, warum ich die verwende. Jetzt sehen wir, sind plötzlich die Klebebänder wieder wie aus Geisterhand aufgetaucht. Ich habe die beiden Clips mal vertauscht, damit man das besser zeigen kann. Und hier fange ich natürlich jetzt schon an mit Pinseln. Und da sind so kleine, ich kann es ja jetzt schon mal sagen, so kleine Sandkörnchen mit drin. Aber das zeige ich euch in der nächsten Woche, wie es weitergeht. Und was noch alles geplant ist, gerade über den Arkaden ist noch sehr viel geplant. Und dann sage ich, macht's schön gut. Bis nächste Woche, Freitag 16 Uhr ist der Uli für euch wieder da. Bis dahin, tschüss.